Hallo, mein Name ist Kevin Lühmann und ich bin hier heute im Schokoloft von Schokolade Lux in Hannover. Wir machen heute Schokolade. Was ist das Besondere an der Schokolade? Wir benutzen nur zwei Zutaten. Wir benutzen Kakaobohnen und Zucker. Mehr nicht. Und damit geht's auch schon los. Viel Spaß. Das Wichtigste sind natürlich die Kakaobohnen. Die sind hier. Wenn ich euch Empfehlungen geben würde, achtet auf zwei Dinge. Erstens, dass ihr nicht die billigsten Kakaobohnen nehmt. Das heißt, es sollten hochwertige Kakaobohnen sein. Da könnt ihr einfach an euren Händler fragen oder euch einfach mal schlau machen, dass ihr nicht die günstigsten Kakaobohnen nehmt. Warum ist das so? Wir machen ja heute Schokolade mit Geräten, die ihr zu Hause habt. Das heißt, wir werden nicht conchieren. Und wenn wir nicht conchieren, haben wir alle Säuren, die in der Kakaobohne natürlich vorkommen, in der Schokolade enthalten. Und das heißt, wenn ich billige Kakaobohnen nehme, haben wir nachher eine ganz saure Schokolade und auch eine sehr astringierende Schokolade. Und das wollen wir nicht. Deswegen hochwertige Bohnen kaufen. Und der zweite Tipp ist, kauft euch lieber gleich eine größere Menge und vor allem von einem Händler, bei dem ihr wieder die gleiche Qualität bekommt. Ich höre das ganz oft, dass Leute zum Beispiel bei Amazon 1 Kilo Bohnen kaufen oder 2 Kilo Bohnen kaufen. Und wenn sie dann zufrieden sind mit den Bohnen, wollen sie die gleichen Bohnen wieder haben, aber dann bekommen sie andere Bohnen. Deswegen lieber gleich entweder eine größere Menge kaufen oder aber, wenn es eine kleinere Menge sein soll, dann einfach irgendwo bestellen, wo ich weiß, alles klar, da bekomme ich immer wieder die gleiche Qualität. So. Das ist erstmal das Wichtigste zu den Bohnen am Anfang. Die zweite Zutat ist Puderzucker. In der Regel können wir auch andere Zuckerarten nehmen, aber wie vorhin schon gesagt, wir werden die Schokolade ja mit einfachen Haushaltsgegenständen heute produzieren. Das bedeutet, wir werden nur zerkleinern und wenn ich jetzt Weißzucker nehme, also ganz gängigen Haushaltszucker, habe ich das Problem, dass ich nachher eine sandige Schokolade bekomme. Das heißt, ich spüre diese Textur von dem Weißzucker auf der Zunge. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen nehmen wir gleich Puderzucker. Genau, und jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir dazu, die Bohnen zu rösten. Vielleicht habt ihr ja schon geröstete Bohnen gekauft, das gibt es ja auch. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Bohnen aber ungeröstet sind. Was ist wichtig? Wie ihr vielleicht wisst, werden ja Kakaobohnen im Anbauland getrocknet. So, und das ist nicht immer unter den besten hygienischen Bedingungen der Fall. Das heißt, vielleicht habt ihr auch schon mal Filme gesehen oder Fotos gesehen, auf den Kakaobohnen auf einer asphaltierten Straße getrocknet sind zum Beispiel. Das heißt, wir wissen nicht, ob da irgendwelche Keime dran sind an den Bohnen. Deswegen würde ich sie einfach direkt aus der Tüte aufs Backblech schütten oder halt wie jetzt hier, ich habe schon mal, damit ihr sie besser sehen könnt, ungefüllt. Einfach von der Schale aus. Genau. Genau. Wichtig ist, dass wir nur eine leichte Schicht damit bedecken, damit nachher alles gleichmäßig geröstet ist. Und nochmal zur Info, warum rösten wir denn eigentlich? Schritt 1 ist, wir debakterisieren damit die Bohnen. Das heißt, wir können sie nachher uneingeschränkt nutzen. Und Punkt 2, der Geschmack der Kakaobohne tritt noch weiter hervor und ich habe ein stärkeres Kakaoaroma durchs Rösten. Bei welchen Temperaturen röste ich? Das ist auch wieder so eine Frage, die gar nicht leicht zu beantworten ist. Wir gehen jetzt ja hier von einem Haushaltsofen aus, weil das ist auch der Ofen, den wir hier bei Schokolade Lux hier in der Küche haben. Deswegen nutzen wir den, weil ich denke, jeder von euch wird auch einen Haushaltsofen haben. Und da kommt es wirklich auf die Bohne an, wie ich röste. Ich nutze gerne beim Haushaltsofen, wenn ich die Bohne noch gar nicht kenne, einfach Temperaturen von 150 bis 160 Grad zum Starten. Und wenn ich danach dem Test merke, okay, bei der Bohne kann ich noch ein bisschen weiter runtergehen oder ich muss noch höher gehen, weil mir noch ein bisschen was fehlt, dann kann ich dann von dieser Temperatur mich dann weiter nach unten oder oben orientieren. Das heißt, wir rösten jetzt heute bei 150 Grad 20 Minuten. Genau. Es kann gut sein, dass wenn ihr schon Fachbücher gelesen habt, dass dort steht,
Achtung, bitte bloß nicht Kakaobohnen höher als 110 oder 120 Grad rösten. Das stimmt für den Fall, dass die Autoren des Fachbuchs ihre Bohnen in einem Kakaoröster oder einem Kaffeeröster geröstet haben. Den haben wir natürlich nicht. Und wer von euch schon mal Brötchen oder Macarons gemacht hat, weiß, wie wichtig es ist, dass die Temperatur immer auf den jeweiligen Ofen anzupassen ist. Denn das gleiche Produkt bei der gleichen Temperatur kommt in einem anderen Ofen natürlich ganz anders heraus. Genau. So, wie schon gesagt, wir haben jetzt die Bohnen und wir werden jetzt rösten und abkühlen und dann bin ich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt in 3 Schritten die Bohnen geröstet. Ihr habt ja gesehen, die Backform war jetzt nicht so groß, aber das ist mir lieber, dass ich drei Röstvorgänge habe, dass alle Bohnen gleichmäßig geröstet sind, als dass ich zu viel auf einmal röste und dann habe ich teilweise vielleicht noch ungeröstete Bohnen und teilweise zu viel geröstet oder überröstet. Ich möchte ein gleichmäßiges Profil haben nachher. Genau. Und so sehen die dann aus, frisch abgekühlt, können wir damit gleich gut arbeiten. Der nächste Schritt ist das Aufbrechen der Kakaobohne. Denn das Schöne ist, wenn wir jetzt die Kakaobohne geröstet haben, ist, dass die Schale sich leichter von der Kakaobohne löst. Ja? Das könnte man theoretisch das alles mit der Hand machen, zum Beispiel so. Ne, wie ihr seht, lässt sich das ganz gut lösen. Das ist aber natürlich, jetzt alles mit der Hand zu machen, ziemlich viel Arbeit. Deswegen nehmen wir da eine Küchenmaschine, einen Thermomix, eine Moulinette, wie immer ihr das nennen wollt. Das ist alles möglich. Ihr könnt zur Not auch einfach ein Küchenmesser nehmen, und also ein großes Messer, und jeweils immer einfach einmal durch die Bohnen schneiden, dann habt ihr sie auch geöffnet. Ja, aber wir nehmen jetzt hier so einen zerkleinerer. Und damit können wir auf jeden Fall schon mal die leichte Schale von dem schweren Kern trennen. Kakaokern sagt man eigentlich in Deutschland so gut wie gar nicht. Die meisten benutzen den englischen Begriff Nip. Ne, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Inzwischen gibt es ja auch in vielen Supermärkten Kakaonips zu kaufen. Das ist einfach nur das Innere der Kakaobohne. Und ja, da haben wir den englischen Fachbegriff Kakaonip übernommen. Genau. Und jetzt können wir auch schon weitermachen. Und zwar nehme ich jetzt einfach ein paar Bohnen, nicht zu viel. So. Wir gucken gleich mal. Wir machen jetzt ungefähr 2 Sekunden. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Genau, ich komme mal nach vorne. So sieht das dann aus. Gut, der Kameramann macht den Daumen hoch, dann habt ihr alles gesehen, sehr gut. Genau, und so können wir jetzt quasi weitermachen, dass wir nach und nach alle Bohnen aufbrechen. Ich merke gerade, mir fehlt noch hier eine kleine Schale. Moment. Genau, dabei kann ich immer schon mal schauen, wenn ich jetzt sehe, dass hier mal einzelne nicht aufgebrochen wurden, die kommen einfach wieder zurück, denn es ist mir lieber, dass mir mal bei so einem zerkleinerer 1, 2, 3 Bohnen durch die Lappen gehe, als dass ich zu lange zerkleinere und ich dann hier nur noch Staub habe, ne? Weil ich möchte ja gleich noch die Schalenbestandteile davon trennen. Genau, dann machen wir jetzt weiter. So, die ganzen Bohnen sind inzwischen aufgebrochen, das heißt, dieser Schritt ist getan. Ich habe zwischendurch natürlich auch immer noch mal geguckt, ob vielleicht irgendwelche Fremdgegenstände zwischen den Bohnen sind. Denn es kann durchaus sein, dass wenn ihr mal einen ganzen Sack Kakaobohnen kauft, jetzt 40, 60 Kilo, dass da mal ein paar Steine dazwischen sind oder irgendwelche anderen Dinge, die ihr nicht in den Bohnen oder in eurer Schokolade haben wollt, die kann man aussortieren. Jetzt bei den Bohnen, die ich hier heute verwende, das sind welche aus der Dominikanischen Republik. Da habe ich noch nie irgendwelche Sachen dazwischen gehabt und deswegen habe ich auch schon gesehen, dass da nichts dazwischen war während des oder vor und nach dem Röstprozess. Ne? Gut, auf jeden Fall ist dieser Schritt jetzt fertig. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt haben wir hier
die ganze Schale und wir haben die Bohnen hier drin, die ganzen Nips. Das Problem ist an den Schalen, dass die sehr bitter sind. Das heißt, die wollen wir nicht in der Schokolade haben. Es ist zwar gesetzlich erlaubt, dass 1,75% Schalenbestandteile in der Schokolade sein dürfen, als bezogen auf die Bohnen, aber genau, je weniger Schale wir drin haben, desto besser wird unsere Schokolade schmecken und desto weniger Bitterstoffe werden drin sein. Das heißt, wir müssen die jetzt trennen. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist die folgende. Die werden wir jetzt hier machen, denn ich denke, einen Föhn hat jeder von euch zu Hause. Wir nehmen jetzt was von den aufgebrochenen Bohnen. So. Und wir gehen jetzt zu einem Fenster und föhnen die Bohnen. Das bedeutet, der Föhn erzeugt ja eine Druckluft. Genau, habe ich richtig gesagt. Und die leichten Bestandteile, das heißt die Schalen, fliegen aus dem Fenster oder in den Garten oder wo immer ihr das auch macht oder vom Balkon. Und die schweren Bestandteile, das heißt die Nips, bleiben in der Schale. Ihr könnt das natürlich auch im Badezimmer oder in der Küche machen, aber das empfehle ich euch nur, wenn ihr nicht derjenige sein werdet, der nachher sauber machen muss. Denn ja, es macht keinen Spaß und ihr findet auch noch Monate später irgendwo noch Schalenbestandteile. Deswegen lieber aus dem Fenster oder vom Balkon. Alles klar, ich hole jetzt eben einen Föhn und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt sind wir hier am Fenster und haben einen schönen Blick auf Hainholz in Hannover. Und hier ist der Föhn, wie schon angekündigt. Und hier haben wir unsere Kakaobohnen. Und jetzt geht's los. Ich fange erstmal ganz, ganz langsam an. Ja, ich hoffe, das kann man ganz gut sehen, dass jetzt hier die Schalen rausgehen. Jetzt kann ich ein bisschen schneller machen, ein bisschen drehen. Genau, und jetzt bei dem Föhn würde ich gar nicht mehr eine andere Größe einstellen. Ich werde jetzt einfach schwenken und nach haben wir dann, ohne irgendwas Besonderes gekauft zu haben, einfach mit den Mitteln, die wir zu Hause haben, haben wir dann die Schalenbestandteile losgeworden. Genau, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz rein. Hier ist noch ein großer, der nicht mitgegangen ist. Aber ansonsten, wir können gleich noch mal gucken, aber ansonsten, ich hoffe, von dem Licht wird das alles gut eingefangen. Hier sind, ich behaupte jetzt mal, 99% aller Schalenbestandteile verschwunden. Und damit hat der Föhn guten Dienst erwiesen. Und wir machen jetzt hier noch mal ein bisschen sauber. Moment, kriegen wir das hin? Und alles sauber! Das war ich nicht, das war wer anders. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, hat sich hier einiges geändert. Keine Angst, ihr braucht so ein Gerät nicht, um Schokolade herzustellen. Aber wir haben ja gerade gelernt, wie wir das mit dem Föhn machen können. Und jetzt möchte ich euch einfach zeigen, wie es denn möglich ist im Handwerk oder wenn wir jetzt, angenommen, wir wollen jetzt jeden Tag Schokolade herstellen, was da die Konditoren oder die Schokoladenhersteller benutzen. Und zwar ist es vom Prinzip her genau das Gleiche. Wir brauchen ja, wie wir gelernt haben, sind die Schalenbestandteile sehr, sehr leicht und wir müssen das Leichte vom Schweren trennen. Und dann gibt es halt diese zwei Möglichkeiten. Einerseits ist es möglich, die leichten Bestandteile wegzublasen, wie mit dem Föhn. Oder wir machen es wie hier, ihr könnt es hier erahnen, wir können sie ansaugen mit einem Staubsauger. Und weil es gleich ein bisschen lauter sein wird, erkläre ich es mal eben. Hier oben kommen gleich, Moment, hier sind sie ja, wir haben ja noch einiges zu tun. Hier oben kommen die Kakaonips zusammen mit den Schalenbestandteilen rein und die Schwerkraft sorgt dafür, dass sie hier runterfallen. So, und jetzt seht ihr, hier sind solche kleinen Verästelungen, die dafür sorgen, dass sie nicht sofort runterfallen, sondern sehr langsam hier runterfallen. Und hier, ich glaube, ihr könnt mich gut sehen, ist ein schöner Staubsauger, der gehört auch dazu, der ist nie auf dem Fußboden, das ist alles hygienisch einwandfrei, nicht wundern. Sobald ich den Staubsauger anmache, passiert Folgendes.
hier entsteht ein Unterdruck und die Bestandteile, die hier runterfallen, werden von dem Staubsauger angesaugt. Das heißt, alles, was ganz, ganz leicht ist, wird angesaugt und fällt hier rein. Und alles, was schwer ist, also die Nips, das, was wir brauchen, kommt hier hin. Ja, und das ist eigentlich eine super simple, aber auch geniale Idee. Und die zeige ich euch jetzt mal. Genau, also ich werde jetzt, wahrscheinlich werde ich es trotzdem machen, aber eigentlich möchte ich dabei nicht reden, denn ihr werdet mich sowieso nicht verstehen. Wichtig ist natürlich auch, dass ich das langsam mache, denn wenn ich zu viel auf einmal hier reingebe, dann hat auch der Stärkste so keine Chance, die Schalen mitzunehmen. Das heißt, ich mache das nach und nach gemächlich und melde mich dann gleich wieder, wenn ich hiermit fertig bin. So, jetzt sind wir hiermit durch. Kommen wir gleich mal nochmal wieder nach vorne, dass ihr das sehen könnt. Also so sieht es jetzt aus nach dem ersten Durchlauf. Ihr seht, hier sind noch einige schwere Schalen dabei, aber es ist fast alles angesaugt worden. Ich werde jetzt hier nochmal eben einen zweiten Durchlauf machen und danach haben wir wirklich eine gute Qualität an Nips mit der richtigen Größe. Und das hatten wir ja vorhin gemacht mit dem Föhn. Das heißt, man ist mit dem Gerät wirklich schneller. Also wenn ihr nur eine Tafel im Monat macht, reicht der Föhn. Wenn ihr 100 macht, dann werdet ihr euch automatisch irgendeine Alternative suchen oder ihr habt Kinder oder Praktikanten oder irgendwas, damit ihr das nicht immer machen müsst. Gut, dann räume ich eben kurz auf und dann geht's weiter. Da sind wir wieder. Ich habe wieder ein bisschen umgebaut und es sieht wieder etwas befremdlich aus für euch, vielleicht für den einen oder anderen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie jetzt eine kleine Konditorei oder ein kleiner Chocolatier weiter verfahren würde mit Profigeräten. Ja, also wir werden ja gleich unsere Schokolade in einem Thermomix-Moulinette-Zerkleinerer machen. Aber davor möchte ich einmal die Profigeräte zeigen. Und zwar nennt sich dieses Gerät Mélangeur oder auf Englisch Grinder. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich möchte euch einfach nur mal ganz kurz zeigen, wie diese Geräte funktionieren. Genau, deswegen, ich stelle es gleich mal an und dann könnt ihr mal ganz kurz ein bisschen näher treten und wenn es dann wieder leise wird, dann erkläre ich kurz, was ihr gesehen habt. Alles klar. Genau, was ihr gerade gesehen habt, war der Mélangeur und ihr habt gesehen, hier sind zwei Steinwalzen, die auf einen Steinboden rotieren und dabei passieren zwei Dinge. Und zwar das eine ist, Feststoffe werden zermalt, werden zerkleinert, das ist Punkt 1. Und das zweite ist, dabei wird Energie freigesetzt. Ja, deswegen, wenn wir jetzt anfangen würden, die Kakaonips hier reinzumachen, entsteht natürlich Reibungsenergie, dann entsteht Wärme. Was macht diese Wärme? Die ist erstmal perfekt für uns, denn wie ihr wisst, brauchen wir bei Schokolade, wenn wir die im flüssigen Zustand verarbeiten wollen, brauchen wir Wärme, damit die Schokolade sich anzieht und fest wird. Das heißt, alle Temperaturen jetzt unter 30 Grad wären schwierig für uns und so haben wir automatisch während des gesamten Prozesses eine Temperatur von definitiv über 30 Grad. In der Regel jetzt hier bei dunkler Schokolade können bis zu 50 bis 70 Grad Hitze entstehen während dieses Prozesses. Genau, das heißt, einerseits wird das Produkt, in diesem Fall ja die Kakaonips, zerkleinert und das zweite ist, es wird gleichzeitig auch konchiert. Ja? So, was bedeutet konchieren? Ihr habt den Begriff bestimmt schon oft gehört, aber konchieren bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Schokolade in Bewegung ist. Was passiert jetzt, wenn die Schokolade in Bewegung ist?
Sie gerät mit der Oberfläche immer wieder an Luft. Luft wird eingearbeitet, entweicht natürlich sofort wieder, die kann ja nicht festgehalten werden. Aber Säuren aus der Bohne, Essigsäuren, verflüchtigen sich mit dem Sauerstoff. Das heißt, je länger ich konchiere, desto mehr Säuren verflüchtigen sich. Und was das Schöne ist, auch beim Konchieren, der Wasseranteil sinkt, es verflüchtet sich auch ein bisschen Wasser. Und dadurch, dass ja Schokolade nur einen ganz, ganz geringen Wasseranteil hat, es ist ja ein Fett, es besteht ja auch Fett, die Schokolade, wird sie dadurch auch dünnflüssiger. Ergo, eine konchierte Schokolade mit zwei Zutaten können wir eigentlich leichter verarbeiten, wenn sie konchiert wurde. Wir können jetzt mit dem Zerkleiner, den nutzen, können wir nicht konchieren, das heißt, wir müssen nachher ein bisschen mehr klopfen, aber dass ihr es einfach mal gesehen habt. Und deswegen gibt es das in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, ganz vielen verschiedenen Größen. Und so können wir quasi, wenn wir mehrere Tafeln herstellen wollen, haben wir ein Gerät, mit dem wir dann hier, also hierfür sind das 3,5 bis 4 Kilo Schokolade auf einmal herstellen können. Diese hier können wir 1 Kilo herstellen. Also ist auch perfekt zum Testen. Genau. Ja, das wollte ich einfach nur mal zeigen. Und jetzt machen wir gleich weiter mit unserer Schokolade, die wir heute im Rahmen dieses Kurses herstellen. Jetzt ist unser Zerkleinerer wieder da und mit dem geht es jetzt weiter. Wir stellen heute eine sogenannte 70-30 Schokolade her. Das heißt, wir haben 70% Kakaobestandteile, also unsere Nips, und 30% Puderzucker, wie anfangs schon erwähnt. Das heißt, wir werden jetzt insgesamt 210 Gramm von den Nips benötigen und 90 Gramm Puderzucker. Ich wiege eben schon mal ab und dann geht's weiter. So, inzwischen habe ich alles abgewogen. Hier sind die Nips und hier ist der Zucker. Und ich fange jetzt an, die Nips zu zerkleinern. Den Zucker gebe ich erst später hinzu, denn ich möchte ja, dass die Nips so klein wie möglich werden und dass die Kakaobutter alsbald austritt. Das heißt, bei dem Zucker reicht es ja eigentlich nur, wenn er sich auflöst, und viel mehr passiert da bei dem Puderzucker jetzt hier in diesem kurzen Zerkleinerungsprozess nicht. Also konzentriere ich mich erstmal hier vollkommen auf die Nips. Verändert. Ich bringe euch den mal ganz kurz, dann könnt ihr immer mal zwischendurch sehen, wie es gerade aussieht. Ich denke mal, das ist am einfachsten. Ja, also es sieht jetzt gerade ähnlich aus wie so eine Kaffeemühle. Ja, ist also alles ganz fein. Unterschied zu sehen. Ich hole mal eben was für euch, dann könnt ihr das besser sehen. So. Und zwar, jetzt könnt ihr schon sehen, seht ihr das, dass es hier feucht ist und hier anbappt? Also das heißt, es ist schon Kakaobutter ausgetreten. Ja? Genau, ich halte es nochmal so. Genau. Und es riecht echt toll. Aber das müsst ihr dann selber ausprobieren, dann werdet ihr das auch feststellen. So. Genau, das heißt, mit dem Zerkleinerer können wir hier auch einen guten Job machen zum Zerkleinern. Und geht's mal wieder drauf. Und wie gesagt, nicht wundern über dieses komische Geräusch, was gleich wieder kommt, wenn wir schnell zerkleinern. So, gibt es schon welche Unterschiede?
noch nicht so spannende Unterschiede, dass es sich jetzt lohnt, deswegen nach vorne zu gehen. Ne? Also die Masse sieht jetzt so aus. Und das ist das Schöne, also nehmt am besten einen guten Zerkleinerer, nicht jetzt irgendwie diese kleinen Dinger für 20 oder 15 Euro, mit denen ihr vielleicht Pistazien oder Mandeln zerkleinert, denn die erhitzen sehr schnell. Lieber ein größeres Gerät nehmen, denn das kann hier durchaus noch ein, zwei Minuten dauern, vielleicht sogar ein bisschen länger, dass ihr einfach den Motor nicht überfordert. So, ich habe jetzt immer mal wieder zerkleinert, das waren jetzt bestimmt 3 Minuten mindestens, vielleicht sogar, ja, sagen wir mal 3 bis 4 Minuten. Und inzwischen sieht die Masse so aus. Also ihr könnt sehen, genau, es ist also schon wirklich sehr, sehr feucht, das heißt, es ist auf jeden Fall schon viel Kakaobutter ausgetreten und jetzt kann ich anfangen, den Zucker hinzuzugeben. So, jetzt natürlich erstmal wieder bei niedrigem Tempo. So, jetzt sind wir auch mit dem Zerkleinern fertig. Also für diese Menge, wie gesagt, das waren ja insgesamt 300 Gramm, dauert es doch ein bisschen länger. Da ist es echt gut, ein Gerät zu haben, was auch wärmt, denn dadurch konnten wir echt Zeit sparen. Ich zeig mal ganz kurz, ich hoffe, das kann die Kamera gut einfangen. So sieht es jetzt aus, das heißt, Kakao wurde ausgetreten, ist geschmolzen und ich zeige mal das Ganze. Ist dickflüssig, aber so dünnflüssig wie bei, sag mal, gekaufter Kuvertüre oder gekaufter Schokolade wird es halt hier nicht, weil hier halt wirklich nur diese zwei Zutaten sind. Sieht jetzt so aus. Ne? Und ich fülle das jetzt oben in ein Temperiergerät, in ein Becken und dann geht es weiter ans Temperieren und dann komme ich gleich nochmal wieder. Also wenn ihr das jetzt riechen würdet, es riecht sehr, sehr sauer, denn die ganzen Säuren der Bohne sind ja noch drin. Das wird nachher richtig spannend schmecken. Genau, ich kratze das jetzt nochmal hier alles in Ruhe aus, dass wir hier wenig Abfall haben. So, finally, wir haben jetzt unsere Schokolade aus dem Zerkleinerer rausgeholt. Die hat jetzt diese Konsistenz hier. Ihr seht natürlich, da sind jetzt ganz viele kleine Klümpchen noch mal drin, aber die kriegen wir jetzt auch nicht kleiner. Wir haben jetzt das Gerät wirklich gut beansprucht. Was jetzt viel wichtiger ist, die müssen wir jetzt ja noch temperieren. Ja, temperieren nennt man ja auch vorkristallisieren. Und dazu schauen wir mal, wie warm oder heiß die Kuvertüre jetzt ist. Die ist hier bei 49,6 und das ist schon mal sehr gut, denn was wissen wir, was temperieren, was brauchen wir jetzt? Eine Schokolade braucht ja einerseits Glanz, dann braucht sie einen Snap, das heißt, sie braucht den richtigen Bruch und sie braucht eine gute Schrumpffähigkeit. Das sind ja die drei wichtigsten Eigenschaften, die eine gute Schokolade braucht. Schrumpffähigkeit erkläre ich ganz kurz. Wir haben hier zum Beispiel diese schöne Schokoladenform.
Und wenn ich die gleich hier eingieße, die Schokolade gleich hier eingieße und die dann erhärtet und wenn sie nicht richtig schrumpft, kriege ich sie schlecht raus. Und damit habe ich, also dann weiß ich auch schon, dann habe ich auch keinen Glanz. Deswegen Schrumpffähigkeit klingt ein bisschen komisch, ist aber super wichtig bei Tafeln, bei Pralinen, bei allen Arten von Schokoladen. Ja, diese drei Eigenschaften brauche ich und dafür brauche ich die richtige Kristallform in der Schokolade. Das bedeutet, ich muss erstmal eine Schokolade erhitzen auf, da scheiden sich die Geister, die einen sagen 40, die anderen sagen 45 bis 50. Ich bin auch bei dunkler Schokolade eher, gehöre ich zu der Fraktion 45 bis 50 Grad, dass wir erstmal alles aufgelöst haben. Das heißt, alle Kristallformen, die in der Kakaobutter vorkommen in der Schokolade, haben sich gelöst. Und das haben wir hier ja schon. Wir hatten jetzt hier 49 Grad. Das heißt, ich rühre noch ein bisschen rum, dann weiß ich, alles klar. Hier liegt auf jeden Fall kein Kristall in fester Form mehr vor. Das ist schon mal Schritt 1. Das zweite ist, jetzt müssen wir runterkühlen auf, jetzt hier bei dieser dunklen, auf ja, 27, 28 Grad. Und damit haben wir dann die Kristallform 4. Und wenn wir dann noch mal ein bisschen erhitzen auf 31, 32 Grad, haben wir die begehrte Kristallform 5. Das ist die, die wir benötigen. Genau, und das machen wir jetzt gleich. Also das heißt, wir nehmen einfach unseren Kühlschrank. Wir haben jetzt hier ungefähr 49, 48 Grad. Und ich nehme dann einfach immer gleich den Spatel hier raus, nutze einen Deckel, packe das im Kühlschrank für ein paar Minuten, dann hole ich es wieder raus, rühre es wieder um und dann kommt er wieder zurück in den Kühlschrank, so lange, bis ich bei 27, 28 Grad bin. Und dann komme ich nochmal wieder und dann geht es zum nächsten Step. Und noch ganz kurz, warum nehme ich den Deckel? Ich möchte halt verhindern, dass Wasser oder Kondensat in die Schokolade kommt, denn das wisst ihr ja bestimmt, wenn jetzt hier nur ein Tropfen Wasser reinkommen würde, würde das Ganze total fest werden. Alles klar, bis gleich. So, inzwischen ist die Schokolade bei 28 Grad angekommen. Das heißt, wir hatten ja 50. Teilweise hatten wir in dem Zerkleinerer sogar 55 Grad. Dann 50 runter, jetzt haben wir 28. Die sieht jetzt so aus. Also ihr seht natürlich diese Stückchen hier, die kriegen wir auch mit einem Zerkleinerer nicht weg. Aber das ist bei so einer Homemade Chocolate auch nicht schlimm. Und dafür haben wir ja wirklich keine extra Maschinen, kein extra Equipment anschaffen müssen. Ich denke, alles bis auf die Kakaobohnen habt ihr sowieso zu Hause. Ne? Und dafür, werdet ihr sehen, kommt ja auch ein besonderer Geschmack zustande. Und ihr habt es vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera aufgefangen hat, ich hatte extra so ein kleines Temperiergerät mitgenommen zum Warmhalten, aber bei den 300 Gramm, das hat super im Kühlschrank gepasst, also ich werde das gleich gar nicht nutzen. Ich nehme jetzt hier nochmal kurz einen Föhn, werde das nochmal kurz anerhitzen, ja, dass wir so eine Temperatur von 31, 32 Grad bekommen, nochmal durchrühren und dann fangen wir an, die Schokolade in die Tafeln zu füllen. Genau, das heißt, gucken wir nochmal. Genau. So, mit zwei Händen lieber einmal erwärmen, durchrühren und dann das Ganze nochmal wiederholen. Das ist natürlich nur eine kleine Menge, aber für uns jetzt vollkommen ausreichend. Und was sagt das Thermometer? Ist jetzt 30 Grad. Ein bisschen kalt noch. Ihr seht, ich bin da sehr behutsam, damit hier nichts, also Kuvertüre kann ja auch anbrennen, ne? Das dürft ihr nie vergessen. Es ist ja, wie gesagt, kein Wasser, es ist ja eine fettbasierte, ein fettbasierter Stoff. Deswegen kennt ihr vielleicht, wenn ihr das vielleicht mal in der Mikrowelle hatte, dass das schnell immer anbrennt. Deswegen immer ganz vorsichtig sein mit dem Erhitzen.
Genau, ich habe jetzt hier 31,4 und jetzt rühre ich es einmal nochmal um und beim nächsten Schnitt fangen wir an zu füllen. So, die Schokolade ist jetzt fertig temperiert. Und wir werden die jetzt abtafeln. Wir haben jetzt hier diese kleinen Schokoladenformen. Was wichtig ist, dass wir versuchen, die ja in die Form zu bekommen. Das heißt, wir müssen gleich klopfen, um Luftblasen zu vermeiden. Ich mache es mal einmal vor. So. Und jetzt klopfe ich das auch in die Ecken. Deswegen jetzt also bei so einer festen Schokolade oder mit wenig Viskosität, weil sie halt nicht konchiert wurde und nicht so stark zerkleinert wurde, bietet sich so eine Form an. Nicht jetzt so eine ganz kunstvolle Form, wo dann nachher nicht alles in die Ecken geht. Und dann soll es das bei dieser Tafel auch sein. Das Ganze mache ich jetzt bei diesen zwei auch. Zwischendurch immer wieder umrühren, damit die Schokolade nicht ungleichmäßig abkühlt, damit die Kristallisationsform erhalten bleibt, so wie wir sie brauchen. So, jetzt haben wir genug geklopft und wie ihr schon sehen könnt, bei der ersten Schokolade ist, also wenn ihr jetzt den Unterschied seht, die ist schon richtig gut angezogen. Ich würde jetzt trotzdem einfach alle drei kurz im Kühlschrank lagern, damit sie alle gleichmäßig anziehen können, denn so haben wir dann auch, also egal wie jetzt eure Zimmertemperatur gerade ist, haben wir nachher ein gleichbleibendes Ergebnis. Jetzt hier bei den Temperaturen, die wir hier in Hannover haben, brauchen wir das gar nicht. Aber so brauchen wir sie nicht lange zu lagern, bevor wir sie aus der Tafel rausholen können oder aus der Form entnehmen können. Genau. Und wenn ihr irgendwie Tupperbehälter habt oder irgendwelche Abdeckungen habt, würde ich sie empfehlen, packt die Form in so einen Tupperbehälter und deckt sie ab, damit kein Kondensat an die Schokolade kommt. Die Schokolade ist fertig. Die habe ich jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt. Sie ist angezogen und ich zeige sie einmal hier, kann man sehen. Na, also man kann sehen, dass die sehr gut angezogen ist. Daumen hoch, passt? Gut, alles klar. Der Kameramann macht den Daumen hoch. Dann können wir sie jetzt einfach aus der Form nehmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht zu schnell. Zack. Dann die zweite. Wenn ihr ein anderes Material habt, es gibt ja noch andere Stoffe, aus denen diese Form sein können, dann müsst ihr einmal mal kurz knacken. Diese sind jetzt hier weich, da reicht, wenn ich einmal so mache oder mal von unten nachdrücke. Genau, so, jetzt haben wir die Schokolade fertiggestellt und jetzt würde ich erstmal sagen, guten Appetit, wohlbekommst. Aber wir können ja ganz kurz nochmal sagen, wie probiere ich jetzt diese Schokolade eigentlich, wie esse ich die Schokolade? Und da einfach nochmal als Tipp, am besten ein kleines Stück nehmen, auf der Zunge zergehen lassen, mindestens 30 Sekunden warten, dass die Kakaobutter schmilzt und sich der ganze Geschmack der Schokolade entfaltet. Und nicht einfach kauen und runterschlucken, denn dann hat die Kakaobutter keine Chance, sich zu lösen und zu schmelzen und den Geschmack freizugeben. Ich werde jetzt gleich mal probieren und vielleicht finde ich noch jemand anderen, der probieren möchte und vielleicht seinen Eindruck wiedergeben möchte. So, ich habe mich mal hier jetzt bei Chocolat Deluxe umgesehen und gesucht, ob ich hier irgendwen finde. Und da ist ja zufällig schon mal jemand. Hallo! So, ich würde mal sagen, probier doch einfach mal und sag, was du denkst. Mhm. Alles klar. Also 30 Sekunden oder so. Genau. Und du wirst sehen, dadurch, dass ja
dass die halt nicht feinsvermahlen ist, sondern homemade ist, wirst du sehen, dass die ja ganz viele feine Partikel hat. Das heißt, ja, du hast auf jeden Fall einen ganz spannenden Kaueindruck und es ist schon mal unvergleichlich zu einer Supermarktschokolade. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du vom Geschmack und auch auf die Bitterkeit. Das ist spannend, ob du was du zu Säure und zu Bitternoten sagst. Also wenn ich das jetzt so mit Schokolade vergleiche, so aus dem Supermarkt, zum Beispiel auch so zart bitter, so wirklich dunkle Schokolade, ist die hat zwar auch so eine Bitternote, aber eine angenehme. Also sie ist süßlich, auch dadurch, dass es natürlich ein bisschen mehr Schale trotzdem ist. Es ist auch ein bisschen crunchy, was ganz nett ist. Vom Geschmack ist es nicht zu süß, aber auch nicht zu bitter. Ist halt eigentlich genauso ein perfekter Mix. Also genauso, so wie es eigentlich auch schmecken soll. Klasse. Genau. Also ich habe, wenn ihr diese kleine Ecke seht, ich habe ja vorhin auch schon mal probiert. Also ich finde auch, es ist jetzt halt nicht vergleichbar mit einer Schokolade jetzt von einem, ich sag mal, von einem der Kollegen, die jetzt vor und nach mir dran sind, weil die halt ja wesentlich feinere Schokolade machen, aber für Homemade finde ich es ein super Ergebnis. Wir werden gleich mal Michaela suchen und ja, was zum Probieren geben. Da und, ist sie ja. Was ein Zufall. Hallo. Hallo Kevin. Ich darf auch, magst du mir ein Stück abbrechen? Ja, sehr gerne. So. Schön, dass das so zufällig ist und nicht gestellt. Ja, ich finde die Schokolade auch gut. Ja, freut mich. Also auch natürlich krümelig, weil die nicht so fein vermahlen wurde, klar, weil das nicht technisch gar nicht ging. Aber geschmacklich, wunderbar. Genau, und wir sehen, wir brauchten kein Lecithin, wir brauchten kein Milchpulver oder zusätzlich, also nur 30% Zucker, damit sie liquide genug ist, um sie für die Form zu nutzen. Und das ist, denke ich, auch eine gute Aussage aus diesem, ja, aus diesem Kunstwerk, was wir hier heute gemacht haben. Kannst du mal bei den International Chocolate Awards in der Kategorie Rough Ground einschicken? Gerne für nächstes Jahr. Alles klar. Dann vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel gelernt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wir werden alle eure Fragen gerne klären und beantworten. Und ansonsten noch weiterhin viel Spaß und nicht vergessen, gute Schokolade lohnt sich. Unbedingt. Tschüss. Ja, jetzt bin ich es nochmal zum Schluss. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz tolle Zeit. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, findet mich gerne auf chocolate.vision und auf Instagram unter lühmann-chocolatesommelier. Und ansonsten weiterhin viel Spaß beim Schokoladenfestival 2020.